Es regnet, die Erde wird nass. Und überall Orbs. Überall Orbs. Ja, da brauche ich nicht mal die Kamera für, um zu sehen. Bin gespannt. Da ist irgendeine Aussichtsplattform oder irgendwie sowas. Und dieses Auto hier ist was Besonderes, das hat nämlich noch Saft. Welcome to Elysium State Park. Ja, herzlich willkommen. Department of Agriculture, Elysium State Park. Aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen. Verboten. Folgendes ist im Sperrgebiet untersagt. Erstens. Zutritt oder Aufenthalt im Sperrgebiet. Das Sperrgebiet umfasst sämtliche Gebiete und Straßen, die zu der stillgelegten US Army Anlage Fort Sonder gehören oder damit verbunden sind, einschließlich des alten Bunkers. Ausnahmen. Folgende Personen sind von dieser Anordnung ausgenommen. Erstens Bundesbeamte, aber auch Mitarbeiter von Maya Pharmaceuticals mit entsprechender Genehmigung. Zweitens, Dr. Desmond Wales. Zweck? Diese Anordnung dient dem Zweck, dir den spektakulärsten aller möglichen Tode zu bieten, der nur noch vom Hitzetod des Universums überkommt. Es wird dich treffen wie der Blitz. Einer. Da drüben ist er schon. Eine alte US-Militäranlage, Alter. Haben wir hier wenigstens eine Karte oder irgendwas? Eieiei. Weiter, Kinder, ich werde schon wieder nervös. Habt ihr das gehört? Ihr hört das auch, richtig? Fuck! Seht ihr das? Ihr habt das gesehen oder gehört, ja? Der Riese, der da langgelaufen ist und bumm, 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 diese schweren Schritte. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hilfe. Hilfe. Aber jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht schneller gewesen bin, dass ich stehen geblieben bin. Statt mir das hier mal einmal direkt anzugucken. So, gucken wir mal. Also, wir sind hier. Das ist
Ach du Scheiße, sind das viele. Ich weiß nicht mal, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Mich dünkte, ich hörte soeben etwas. Also da ist der Fluss. Ja, zu meiner Rechten. Jetzt sind wir... Dann ist da hinten die Rangerhütte. Na gut. Das da, oder? Das ist die Rangerhütte, der Ausguck. Gibt doch auch dieses Indie-Horror-Spiel, wo du in so einem Ausguck sitzt, in so einer Ranger-Station und über Funk jemanden durch den Wald lotsen muss, der von irgendwas gejagt wird. Das soll auch ziemlich gut sein. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ach nö. Die tun ja jetzt hier überhaupt keine Not hier. Die Gelegenheit nochmal zurückzugehen. Hier vorne lag ja auch noch Munition, ne? Meine Pistolenvorräte nochmal aufzufüllen. Ich werde mich auf jeden Fall nicht durch das Spiel durchhetzen, nur weil ich glaube, dass wir es heute fertig kriegen könnten. Zur Not machen wir noch einen Stream. Ich lasse mir hier genau so viel Zeit wie in den anderen Arealen ab. Alles andere würde diesem Spiel hier auch nicht gerecht werden, würde ich sagen. Ja, wieso ist die Kampfmusik immer noch aktiv? Das waren doch nur drei und die haben wir alle drei erledigt. Ach, weil da noch einer ist. Okay. Ich wollte aber noch mal eine Sache nachgucken jetzt. Der Wachturm ist das. Was haben wir denn hier? Besucherzentrum, Aussicht. Wasserturm, Wasseraufbereitung. Okay, aber dann gehen wir ja jetzt hier unten lang. Erstmal hier zur Wasseranlage. Ne?
Ich denke, der Funkturm ist unser Finale. Über den Friedhof und dann am Ende der Funkturm. Da lege ich mich jetzt schon mal fest. Das denke ich wirklich. Weil das... von der Thematik ja ganz gut passt, ne? Mit Blitzen und Elektrizität. Könnte auch der Bunker sein. Ich will den Bunker auch nicht ausschließen, aber ich denke, es wird der Funkturm. Noch irgendwie reinkomme. Gänsehaut schon alleine nur durch die Musik untermalt. Atmosphäre ist der Hammer. Gibt da was? Das ist also Lukas Hütte. Das heißt, hier werden wir ein paar Informationen kriegen. It's blocked from the other side. The Elysium State Park Cable Connection ist offiziell eröffnet. Genießen Sie die Fahrt und erleben Sie das Panorama des Elysium State Parks aus 60 Metern Höhe. Tickets gibt es im Fortunate Isles Way Nummer 16 in Milton Haven. Wir freuen uns auf Sie. Die Parkdirektion Milton Haven in Zusammenarbeit mit der Wasseraufbereitungsanlage Milton. Sind das wirklich so Sehenswürdigkeiten, wo die Leute dafür bezahlen, dass sie sich das angucken können? Notiz an mich. Prüfen, ob der Notfallgenerator mit meiner Funkbarke kompatibel ist. Falls es funktioniert, müsste ich den Generator vom Innenraum der Hütte aus einschalten können. Dass hier überall Batterien rumliegen, macht mich etwas unruhig. It's emitting a faint hum. Ah, hier ist der Weg. Ich hatte jetzt gedacht, das ist der Weg in seine Hütte rein. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich hier erstmal gar nicht reinkomme, dass ich das später machen muss.
weil wir hier halt diesen Generator haben. Das ist ja genauso eine Vorrichtung, wie wir auch auf dem Dach von unserem Wohngebäude hatten. Ne, das wird das nächste Gimmick-Ding sein, was wir bekommen. Okay, dann möchte ich eigentlich jetzt mal da oben hin. Da, zum Wachturm. Aber ich komme wieder. Wenn ihr das lest, bin ich längst weg. Ich bin euch auf der Spur. Ich weiß, was ihr getan habt und werde euch nie verzeihen. Ich werde nicht aufhören, bis ihr eure gerechte Strafe erhaltet. Wenn ihr mich verfolgt, habt ihr eine Zielscheibe auf dem Rücken. Und wie ihr seht, bin ich ein verdammt guter Schütze. Mit freundlichen Grüßen, ihr könnt mich. Schon wieder Batterie. Irgendwie hier in diesem, der steht da komplett unter Strom hier, ne? Ich werde das Gefühl nicht los, dass das, wo ich gerade drüber nachdenke, eine ganz beschissene Idee ist. Da komme ich nicht durch. Na gut. Aber wo muss ich dann lang? Ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. Man mag ich. Kann doch nicht gefühlte 5 Minuten in das Ganze rein hier. Schon wieder nachschlagen gehen. Jetzt hier auf der anderen Seite noch weiter. Was ich natürlich nicht probiert habe, ist oben das Fenster kaputt machen, ne? Ja, ich hätte scheiß Köderpillen wieder komplett vergessen gehabt. Aber die bringen mir hier auch nichts. Weil wir hier diese Chemikalien nicht haben.
Aber ich muss einmal ganz kurz. Gerade aufgefallen, dass ich potenziell den Chat gar nicht sehe. Ja? So. Jetzt schon. Dann nutze ich die kurze Pause, die ich hier gerade noch habe, nochmal springen. Man hält es inzwischen besser. Übrigens, für diejenigen von euch, die es interessiert, also niemanden. Ach. Guckt mich nicht so an, ich bin halt dumm. Lucas? Lucas?